So, dann wollen wir mal weiter in die Eishöhle. Doch diesmal bin ich vorbereitet. Hä? Was war denn das gerade für ein Bug? Diese Höhle nimmt ja gar kein Ende. Und die Kälte, sie schneidet bis ins Mark. Ich verliere langsam das Gefühl in den Beinen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ihr jammert wirklich ganz schön, wisst ihr das? Wir finden hier schon noch raus. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Oh, ich hatte es ganz vergessen. Kein Grund zur Sorge. Die große, wunderbare Nornhilde ist ja da. Jetzt seid still, Bruder. Fildgor hat mir gezeigt, wie ich aus einer Höhle herausfinde. Sogar aus einem geschlossenen Raum. Man muss nur den Wind finden. Dann kann man herausfinden, woher er kommt. Das ist dann der Ausgang. Ganz einfach. Okay. Ich glaube, wir werden viel langsamer mit dem Fuchs nicht. Kommt schon, Jorun. Wir müssen weiter. Wir sind fast da. Ich spüre es. Bitte, Bruder, nur noch ein kleines Stück. Ihr müsst durchhalten. Ich brauche euch. Ohne meine Brüder an meiner Seite kann ich nicht Königin werden. Ich schaffe es einfach nicht. Bleibt bei mir, Bruder. Wacht auf. Okay. Oh, das war gerade sehr knapp. So ein bisschen daneben gezielt. Na, ja, ist gut. Muss ja nicht besiegen. Schwester hat euch sehr geliebt. Warum kämpft ihr gegen diesen Traum an? Gebt ihm einfach nach. Ihr könnt erneut bei ihr könnt sein. Mich nicht aufhalten. So einfach werde ich nicht aufgeben. Ich werde weiterleben. Wegen meiner Schwester. Traumschlinger Typus Boss. Wenig Raum zum Kämpfen. Nein. Meine Schwester ist tot. Ich werde die Erinnerung an sie ehren, indem ich mein Leben lebe. Ja, das war der zweite Aspekt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Fuchs nehmen, ne? Ach, vielleicht war das mit dem Bären auch gerade zu früh. Die Atmung König Joruns verlangsamt sich. Ich weiß nicht, ob das an eurem Vorgehen liegt oder ob er sich dem Tode nähert. Habt ihr etwas Neues erfahren? Der König weiß, dass er in seinem eigenen Geist gefangen ist, aber er wird nicht aufgeben. Solch ein stolzer, sturer Mann. Jorun ist jetzt an seinem schwächsten Punkt angekommen. Er steht auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Ihr habt nur noch eine weitere Chance, den Traumpfad zu betreten. Es ist die letzte Chance, den Albtraum zu zerschlagen und ihn zu befreien. Falls ihr scheitert, seid ihr beide verloren. Ich werde nicht scheitern. Die Träume des Königs wollen ihn in die Irre führen.
Ihr müsst auf der Hut sein. Blickt durch diese Schatten und gebt genau Acht. Der König wird von uns gehen, wenn ihr ihn nicht überzeugen könnt, dass das, was er sieht, nur eine Lüge ist. Und wenn er stirbt, dann endet sein Traum. Und ihr mit ihm. Erzähl mir von Aspekten. Unsere Magie, der Wolf, ist gerissen und aufmerksam. Wild und tödlich. Wolf beobachtet alles ganz genau und wartet auf die... Okay. Wir nehmen den Wolf. Wir haben es genau richtig gemacht. Das reicht eigentlich schon. Mit dem Beobachten. Das heißt, wir haben jetzt das Blick fürs Wesentliche, Bessere. Und unser Blick fährt erstmal auf den Raufbolden. Seid ihr echt? Oder nur ein Teil dieses Traums? Ah, mir tut alles weh. Fühlt sich an, als würde mein Körper zerquetscht werden. Das auf keine sonderlich spaßige Weise. Warum seid ihr mir gefolgt? Diese Erfahrung würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Ihr lebt. Was ist geschehen? Natürlich lebe ich. Die Magie, die es euch erlaubt, den Traumpfad zu betreten, wäre verflogen, wenn ich gestorben wäre. Trotzdem ein beängstigender Gedanke, im Traum eines anderen zu sterben. Ich werde darüber nachdenken, während ihr den König sucht. Wo ist König Jorun? Er ist einer schönen jungen Frau gefolgt. Sie kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, woher. Sie ist die Treppen hochgelaufen und der König war ihr dicht auf den Fersen. Doch dann ist etwas Seltsames geschehen. Es tauchten Phantome auf, sehr bösartige. Ich werde den vierten Nunnunzio rausholen. Seid vorsichtig. Diese Geister sind gewalttätiger und mächtiger als alle anderen hier im Traum. Sie stammen aus den stärksten Erinnerungen des Königs. Wenn ihr scheitert, werden wir alle einen schrecklichen, schrecklichen Tod sterben. Wahrscheinlich unter großen Schmerzen. Bitte versucht, das zu vermeiden. Hab ich vor. Könnt ihr es glauben, dass Jorun seinen Bruder besiegt hat? Fildgor muss betrunken gewesen sein oder sowas. Wenn dieser Narr Jorun meint, dass wir für ihn sterben, dann ist er dümmer, als ich dachte. Ich würde ihm eher in den Rücken fallen, als ihm zur Seite zu stehen. Okay. So, nicht hier ist eine... Dafür bin ich gestorben. Ist für dies? Jorun? Der hat sicher in seinem Leben noch kein Schwert gehoben. Aber seine Schwester, Nurnhilde, die war eine echte Kriegerin. Bei Kühne, Fildgor war auch ein großer Kämpfer. Das wäre ein Mann gewesen, für den ich sterben würde. Aber nein, wir bekommen einen Bardenkönig. Ich wette, dass der kein Jahr überlebt. Dann wären wir besser dran. Eine Allianz mit den Dunkelelfen? Jorun ist ein Verräter, wenn ihr mich fragt. Ein verdammter Marionettenkönig. Ergebt euch euren Träumen. Gebt euch der Finsternis hin. Niemals. Ich werde aus diesem Traum erwachen. Ich werde meinen Bruder und alle anderen finden, die eine Gefahr für unser Volk darstellen. Sie alle werden durch meine Klinge fallen. Das schwöre ich. Er hat verloren. Ihr habt mich und meine Verbündeten unterschätzt, elende Kreatur. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als meine Schwester auf ihrem Thron saß. Mein Bruder und ich haben sie endlos damit aufgezogen, dass sie die Königin ist.
Meine Leute haben meiner Schwester vertraut, sie geliebt. Sie haben sie die große Königin Nurnhilde genannt, Herrscherin der Nord. Dann griffen die Akaviri an. Das Volk hat seine Königin und ich meine Schwester verloren. Das Reich weinte an dem Tag, an dem sie starb. Dagonia sagt, ihr hättet eine Frau hier hoch verfolgt. Das war eine Täuschung. Beschworen von dieser Kreatur, die ihr getötet habt. Nurnhilde ist tot. Ihre wunderschöne Seele ist fort. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist, um mein Volk zu führen. Ich darf es nicht im Stich lassen. Wie geht es euch? Anders. Seltsam. Als ob ein Teil von mir fehlen würde. Keine Wachen, keine Burgmauern. Nur die Grenzen meines eigenen Geistes. Hirngespinste und Illusionen. Vielleicht seid ihr ja auch nichts anderes. Mich gibt es wirklich. Ich bin mit dem Argonia hergekommen, um euch zu retten. Euer Gesicht erscheint mir vertraut. Aber ich kann mich nicht erinnern. Wie dem auch sei, euch gebührt mein Dank. Euch und auch dem Argonia. Wir müssen euch hier rausholen. Ich weiß, es gibt viel zu tun. Mein Bruder Fildgor darf seinen Plan nicht vollenden. Nicht solange er den Leichnam und die Krone unserer Schwester hat. Ich fürchte, seine Machenschaften werden zu nichts Gutem führen. Schwester, das kann nicht sein. Das muss zu einem Traum gehören. Jorun, mein geliebter Bruder, es ist so lange her. Ich wünschte, die Kunde, die ich bringe, wäre nicht so düster. Was ist los, Nurnhilde? Was bedrückt euch? Es geht um Fildgor. Ich weiß, warum unser Bruder meine Leiche und die Krone gestohlen hat. Er will meinen Geist herbeirufen und ihn mit seinem verschmelzen. Er glaubt, dass er der rechtmäßige König werden kann, wenn er von mir Besitz ergreift. Bitte, meine Freundin, lasst uns allein, damit wir uns unterhalten können. Ich bin in Kürze in der wachen Welt bei euch. Okay. Ein geheimes Meeting. Das heißt, der König steht jetzt hier einfach nur rum. Ne, da ist er ja wieder. Ich kann euch all dies niemals zurückzahlen. Ich sollte ein großes Fest geben und euch zum Mitglied meiner persönlichen Wache machen. Aber es gibt immer noch Gefahren, um die wir uns kümmern müssen. Fildgor möchte den Geist meiner Schwester entweihen. Das darf nicht geschehen. Warum tut Fildgor das? Die Krone von Freydis, das Symbol unseres Volkes, kann nur vom wahren Erben des Throns getragen werden. Sie passt nicht auf ein unwürdiges Haupt. Fildgor glaubt, dass er den Geist unserer Schwester mit seinem eigenen verschmelzen kann, um der Krone würdig zu sein. Und wenn das funktioniert? Wenn ihm die Krone passt, wird Fildgor damit zum wahren König ausgerufen. Nicht einmal ich kann mich jemandem widersetzen, der die Krone trägt. Deshalb muss Fildgor aufgehalten werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Nurnhildes Geist schändet. Was wird jetzt geschehen? Fildgor und seine Sturmfaustbrigade sind zum Drachenschrein von Skuldafen weitergezogen. Der Prinz und ich müssen zu den Lagern am Fuß des Berges, um dort unsere Gegenmaßnahmen zu planen. Ich muss jetzt gehen. Die Leute brauchen ihren König. Ich kann ein Portal für euch öffnen. Aber ich habe nur noch genug Energie, um euch und euren Sohn zu teleportieren. Das ist kein Problem. Unsere Freundin hier hat bereits mehr als genug für uns getan und verdient ein wenig Ruhe. Kommt, Irnsgar. Ich verrückte die Ruhe. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch uns anschließen. Geht dafür zum Lager. Egal, wie ihr euch entscheidet, danke für alles, was ihr getan habt. Gern geschehen. Gebundene Rüstung kann nun verändert werden. Das macht zur Ausdauer. Erhöht den Schaden, okay. So, standardmäßig ist es 1320. Erhöhung des maximalen Magicka. Um 5% aber nur. Das lässt sich leicht ausrechnen mit einem Dreisatz. Es ist nicht viel, denn. Wollen wir das mal machen? Die Folge ist eh vorbei. Ich kann ja schon mal den Timer stoppen. Also 5%. So, mal kurz gucken, wohin.
Wir haben ein maximales Magicka von 20.000. 653. Manche von euch können das sicherlich im Kopf rechnen, ich nicht. Das ist über 6 Jahre her, dass ich zuletzt Mathematik in der Schule hatte. So, aber so viel kann ich noch. Das heißt, wir bekommen 1031 oder 1032 aufgerundet Magicka dazu. Wahrscheinlich, so wie ich das Spiel kenne, 1031. Das ist eigentlich nix. Deswegen würde ich sagen, Ausdauer haben wir ja auch eigentlich gar nichts, ne? Wird zu einer Ausdauerfähigkeit ist auch scheiße. Andererseits, ich zauber das Zeug nur einmal. Also würde ich sagen, kostet nämlich die Hälfte an Ausdauer. So, erhöht dem euren Schaden mit schweren Angriffen um 11% und eure maximale Ausdauer um 5%. Sieht dann so aus. Die Rüstung sieht schon schick aus. Also die... Früher hat sich ja die echte Rüstung verändert, heutzutage nicht. Es hat eine schöne Aura, die einen drum gezaubert wurde. So, mit 1 kann ich die wieder deaktivieren.